Kennt ihr das? Mit der Zeit häufen sich die Accounts auf Webseiten und damit auch die unterschiedlichen Passwörter, weil man will ja nicht leicht gehackt werden. Hey Jungs, ich bin drin. ActiveUser hat sich auf meiner Seite registriert und sein Passwort geleakt. The oldest trick in the book. Was ist das? Und dann braucht man manchmal ein paar Versuche für ein Passwort und dann kommt die Anfrage: Sind Sie auch kein Roboter? Hey, nur weil ich computergenerierte Affenbilder-NFTs erstelle und ihren Wert erkenne und mir dafür Leute Geld geben, muss er mich doch lange nicht als Roboter bezeichnen. Was stellen Sie sich vor, wer da vom Computer sitzt? Oh Mann, woher wissen die das? ActiveUser, so hohl, ey. Also actually habe ich nicht nur Informatik studiert, sondern erfunden und habe schon mit HTML eine Webseite gebaut. Und ich weiß, dass mit Roboter quasi Computerprogramme gemeint sind, besser bekannt als Bots. Danke für deinen Kommentar. Und es gibt mehrere Varianten, um das zu testen. Die sehr leichten? Ha, diese Roboter sind so dumm. Erkennen das nicht nur, weil ein kleiner Strich drauf ist. Und was Google lieber nimmt, wenn du dein YouTube-Passwort nicht kennst. Die sehr schweren. Was steht da? Hatingua? Batingua? Nutzen wir mal die Audiohilfe. Junge, was? Ich wiederhole. Ah, jetzt geht's wohl. Junge, what the fuck? Aber for real, wie soll man das verstehen? I guess, so muss sich wohl der Roboter fühlen, wenn man einen Strich durch das Wort macht. Roboter. Was steht da? Aber es gibt dann auch wieder sehr leichte Tests, die nur Menschen lösen können. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wo muss dieses Puzzlestück hin? Nein. Vielleicht wollen die gar nicht gucken, ob wir Roboter sind, sondern wollen nur gucken, ob wir zumindest einen zweistelligen IQ haben. Ähnlich wie diese Trash-Werbungen. Scheiße, Zenith Aya, ich helfe euch. Nein, der Schlauch ist nicht lang genug. Sowas kenne ich gar nicht. Oh Mann. Vielleicht geht's ja jetzt. Nein, der Schlauch ist nicht lang genug. Warum nicht ganz einfach mit dem Statement, I'm not a robot, und man macht einen Haken rein? Warum diese Select all images below that match this one? Ja, das ist easy. Oder diese Wähle alle Felder aus, wo du ActiveUser drin siehst. Als ob die meinen überdurchschnittlichen IQ herausfordern wollen. Hä, warum fail? Junge, du kleiner Hure!